Okay, los geht's. Leon Mascher, Julian Bam, this track, hören wir rein. Ey yo, Julian Bam, ich lass dein Studio brennen. Für so einen feigen Pisser brauch ich keine Hooligan-Gang. Sei nicht sauer, wenn die Kids dich draußen Huren nennen. Wenn du Bam, Bastard raus bei anderen YouTubern-Fans. Es Hunde, dann Dagi, ich schalt dich stumm wie mein Navi-Achi. Der Welpe ist am Bellen, ich geb den Hunde so'n Choppy. Schau, ich fahr nen dicken Wagen, konnt durch die Klicks bezahlen. Lieber ein paar Pranks auf Straßen, als ich an die Spitze blasen. Ja, ich sprech den Straßenslang, ah, jetzt wird dein Arsch gebankt. Erst einen Kanal mit Chang und dann lässt du ihn danach hängen. Alle deine alten Freunde hassen dich, abgewichst. Was nützen die krassen Klicks, wenn du privat ne Ratte bist? Sag ich mal direkt was dazu. Also alle deine Freunde privat hassen dich. Also Mimi und ich sind auch Freunde von Ju. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hasse Ju nicht. Jetzt weiß es jeder. Jetzt, alle jetzt, ihn. Jetzt weiß es jeder. Ich kann mal ganz kurz schreiben, was Ju und ich als letztes, was wir geschrieben haben. Das letzte, was Ju und ich geschrieben haben, sieht so aus. Du kannst immer gerne jederzeit nach Aachen kommen, hat er geschrieben. Habe ich geschrieben, okay, I love you, boy. Hat er geschrieben, I love you too und hoffe, dass wir mal irgendwann Sexbomb zusammen unter der Dusche hören können. Das ist ein alter. Tom Jones hieß der, glaube ich. Verwechsel ich das gerade? Nee, das ist ein alter Longboard-Tour-Insider, warte. Ach so. Das wollte ich schon sagen. Ich dachte jetzt den Song selber. Also. Nee, das ist ein alter Longboard-Tour-Insider, denn während der Longboard-Tour hatten wir so eine Musikbox dabei und Ju hat Sexbomb angemacht und ich bin unter der Dusche abgegangen wie Sau. Also ich habe halt übelst abgedanced. Das war in einem Hotel. Hast du dafür 200 Euro bekommen, Simon? Ich habe dafür kein Geld bekommen, leider. Hätte ich mal gewusst, dass es so einfach geht. Na, auf jeden Fall. Es ist schon mal nicht true, dass alle seine alten Freunde ihn hassen. Dass er sich hochgeblasen hat, würde ich auch nicht sagen. Es stimmt, es sind auf jeden Fall. Also ich muss sagen, er hat gesagt, erst Unge, dann Dagi. Bam, ich lass dein Studio Hooligan Gang. Sei nicht sauer, wenn die Kids dich draußen huren. Wenn du Bam, Bastard raus bei anderen YouTubern Fans. Also ich habe Ju eingeladen damals auf die Longboard Tour und Ju hat nie von sich aus irgendwie gesagt, yo, Digga, lass mal irgendwas machen zusammen. Kann ich auf jeden Fall an dieser Stelle nicht so unterschreiben. Ich finde aber, muss ganz ehrlich sagen, der Song ist deutlich musikalischer als seine alten Sachen. Er hat sich etwas gesteigert, ja. Also ich möchte ihm auch dafür mal ein kleines Kompliment aussprechen, dass er musikalisch etwas besser ist als vorher, aber die Lines sind leider aus der Luft gegriffen. Wenn man Julian privat kennt, weiß man, dass es halt einfach nur heiße Luft ist, um den Zuschauern, die nicht wissen, was im Hintergrund abgeht, zu beeindrucken. Und ja, dann gucken wir weiter rein, ne? Kanal mit Chang und dann lässt du ihn danach hängen. Alle deine alten Freunde hassen dich, abgewichst. Was nützen die krassen Klicks, wenn du privat ne Ratte bist? Glaub mir, ich packe dich, wenn wir uns draußen sehen. Dockst die Nase rot, du wirst der erste Zirkusclown im Game. Ich weiß nicht, wo du herkommst, aber weiß, wohin du gehst. Wenn du weiter so viel bläst, zu ner scheiß TVOP. Du bist ne Bitch, die hated. Glaubst du ernsthaft, dass dein Diss hier mein Business schädigt? Also Leon Mascher sagt, wenn du weiter so viel bläst, brauchst du eine Kiefer-OP oder so. Hat Leon Mascher nicht ein Format gehabt, das hieß, wenn du Eier hast, warst du nicht mit ihm zusammen und Mert? Mert, ja, genau. Und haben die dann nicht Fake Beef gemacht mit Apo Red, wo er sich auch eingemischt hat und haben übelst versucht, YouTube Deutschland Fake Beef groß zu machen und dann hauptsächlich dadurch Abos zu geiern? Also, ich frag mich, wer denn hier eher bläst, Leon? Also, nur mal kleine Randfrage am. Nur so mit nebenbei, ne? Du kleiner Bastard! Jetzt kriegst du Schläge, denn du hast jetzt hier einmal zu viel Mist geredet. Ich krieg dich noch! Du bist ne Bitch, die hated. Glaubst du ernsthaft, dass dein Diss hier mein Business schädigt? Du kleine Ratte! Jetzt kriegst du Schläge, denn du hast jetzt hier einmal zu viel Mist geredet. Du bist ne Ratte, nichts weiter! Mein Fuß hat deine Sorge gestoppt. Du bist zwar Boss in dein Job, aber ein Opfer am Block. Und wenn ich fand die Hook ein bisschen wack, aber das muss ich sagen, finde ich wieder lustig gemacht, weil Ju hat ja in seinem Diss-Track als Socke gegen ihn gerappt, oder wie so MC Socke hat er gerappt, ne? Oder wie hieß das bei Ju? Ich weiß nicht, wie die Socke hieß. Irgendwie MC Socke oder irgendwie sowas. Und das muss ich sagen, ist dann lustig gemacht, dass er quasi auch so selbst das so ein bisschen mit Spaß sieht. Also da muss ich sagen, finde ich, ist lustig gemacht, dass er als Fußrap, weil wenn man das Video von Ju gesehen hat, es ist auch ein bisschen mit Humor gesehen, ne? Also es ist
da kann, also finde ich, muss man ihm auch mal einen Pluspunkt geben. Ich boxe die Cops und such nach Schutz, doch wo dein hässliches Face war, ist jetzt mein Fußabdruck. Okay, okay. Also im Großen und Ganzen, es waren meiner Meinung nach nicht viele starke Lines dabei. Ein paar Lines waren okay. Aber ja, die Hook war musikalisch leider nicht so nice für meinen Geschmack. Aber sonst hat er sich musikalisch etwas gesteigert zu seinen damaligen Tracks. Ja. Mittelmäßig, aber schwacher Text. Man hat mehr erwartet. Also wer erwartet, er sagt, ich disse YouTube. Also da fehlt mir so ein bisschen der Diss. Es war auch einfach sau kurz. 1:45 geht das Ganze. Genau, genau. Es fehlt der Inhalt. Also du willst jemanden dissen und du sagst, du kennst ihn persönlich und er hat alle seine Freunde verraten, hat sich hochgeschlafen und so. Aber das war's dann auch. Also mehr und kommt da nicht. Nicht nur das. Es ist ja nicht nur so, dass der Diss substanzlos ist, sondern dass er das so krass angekündigt hat, dass er alles rasieren wird. Und das hat er bei Ape Crime vorher gemacht. Ja. Das hat er jetzt bei Emir gemacht, bei Iblali und bei Ju. Ja. Der Esel nennt sich immer als erstes. Das war jetzt, ihr wisst ja, wie ich es meine. Also, der hat uns drei irgendwie rasieren wollen und dann kam da halt nichts. Das denkt man sich auch so, okay, was hat er so eine Ansage gemacht? Ja, ich finde es nicht ultra schlecht. Also, ich finde es auf der musikalischen Ebene finde ich nicht ultra schlecht. Aber ich finde es zu kurz. Dir fehlt der Inhalt. Und es fehlt sozusagen der ekelhafte Real Talk, der angekündigt wurde. Also, es hätte mehr die Infos, die sonst nicht in der Öffentlichkeit sind, hätten rauskommen müssen. So, deine Freunde hassen dich. Also, ist halt nicht so.